Hallo Anne, Julia hier vom Pflegekanal. Normalerweise esse ich sowas nicht, aber wirklich sehr, sehr selten. Mund abwischen, sorry. Ich tue es weg. Hallo. So, ab und zu muss das sein. Das ist für mich so, ja, Nervennahrung. Draußen tobt ein Gewitter bei mir, also es donnert so richtig, deswegen werde ich ganz schnell das Video drehen, bevor hier irgendwie ein Blitz einschlägt und mir irgendwie alles hier dunkel macht. Heute bewegen wir uns in dem Betreuungsrecht. Also wir wollen gucken, was so interessant und wichtig ist. Nicht vergessen, ein Thema, was für die Examensprüfung sehr, sehr wichtig ist. Also bleibt am Ball, hier kommt das Betreuungsrecht. Dieses Video wird präsentiert von CareHead, der Jobplattform speziell für Pflegekräfte. Auf www.carehead.de kannst du dir mit wenigen Klicks ein Profil erstellen und schon werden dir Jobs in der Pflege angezeigt, die auf dein persönliches Profil passen. Also melde dich jetzt an unter www.carehead.de. Wofür haben wir das Betreuungsrecht? Also sagen wir mal so, das Betreuungsrecht dient zum Schutz des Menschen, der wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung, einer psychischen Erkrankung oder eines Unfalls handlungsunfähig wird und deswegen die Angelegenheiten teilweise oder gar nicht mehr selbstständig regeln kann und deshalb auf die Unterstützung einer anderen Person angewiesen ist. Was sind die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Betreuung? Psychische, körperliche oder seelische Erkrankung oder Behinderung muss vorliegen. Aufgrund dessen muss dann ein medizinischer Befund vorliegen. Dann die betroffene Person kann bestimmte Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbstständig erledigen. Und daraus muss eine Betreuung erforderlich sein. Wie verläuft ein Verfahren zur Anordnung einer Betreuung? Nun, ganz simpel. Beim Betreuungsgericht, also beim Amtsgericht, Abteilung Betreuungsgericht, wird ein Antrag von dieser Person oder einer dritten Person im Namen dieser Person gestellt. Das Amtsgericht beauftragt die Betreuungsbehörde, die Lebenssituation der betroffenen Person zu klären und den Umfang der Betreuung festzulegen. Der nächste Schritt ist, ein medizinisches Attest oder ein medizinisches Gutachten werden eingeholt. Als nächstes wird der Betroffene vom Richter eingeladen. Er wird angehört und dann wird der Umfang und die Dauer der Betreuung vom Richter festgelegt. Letztendlich folgt ein gerichtlicher Beschluss. Wir reden jetzt von einer Betreuung und dann wird ein Betreuer zugeteilt vom Gericht. Was ist ein Betreuer? Ein Betreuer ist ein Vertreter, der vom Gericht per Beschluss einem Menschen zugeteilt wird, auf Anforderung der zu betreuten Person. Die nächste Frage stellt sich ganz simpel. Also wenn wir einen Betreuer haben, dann müssen wir auch wissen, was seine Aufgaben sind. Nun als allererstes die Sorge um das Vermögen des Betroffenen, Sorge um die Gesundheit des Betroffenen, Aufenthaltsbestimmungen, Wohnungsangelegenheiten, Empfangen und Öffnen der Post, Vertretung bei der Behörde und Krankenkassen. Letztendlich haben wir noch die unterbringungsähnlichen Maßnahmen. Ein Betreuer ist nicht allmächtig, das heißt, er braucht vom Betreuungsgericht für bestimmte Angelegenheiten eine Genehmigung. Das sind die genehmigungsbedürftigen Geschäfte. Darunter zählen Unterbringungsmaßnahmen, Kündigung des Mietverhältnisses, Kündigung und Auflösung des Sparguthabens, Geldanlagen, Genehmigung oder Zustimmung von gefährlichen medizinischen Eingriffen. Und alles, was gegen den Willen des Betroffenen geschehen soll. Zum Schluss schauen wir uns noch an, was ist eine Betreuungsverfügung. Die Betreuungsverfügung sagt aus über den Willen zu einer möglichen Betreuung. Es ist eine schriftliche Erklärung, wen man als Betreuer möchte oder nicht möchte, wenn man eines Tages betreuungsbedürftig wird. Wortwörtlich kann ich zum Beispiel jetzt schon festlegen in einem Schriftstück,
wer oder wie mein Betreuer aussehen soll. Also welche Charakterzüge sollte er haben? Wie soll seine Einstellung sein? Zum Beispiel, ich könnte reinschreiben, ich möchte niemanden, der mich irgendwann mal zwingt, Fleisch zu essen, da ich mein ganzes Leben vegan gelebt habe. Doofes Beispiel, aber es ist ein Beispiel. Ich kann sagen, ich möchte niemanden, der raucht. Warum? Es stört mich sein Zigarettengestank. Ich kann auch sagen, ich hätte nie gerne jemanden als Betreuer, der einer bestimmten Religion angehört, weil ich religionslos bin und so weiter und so weiter. Wofür braucht man so eine Betreuungsverfügung? Nun, sie dient dazu, falls man sich eines Tages nicht mehr äußern kann. Also ich lege jetzt schon mal fest, falls ich irgendwann mal in der Zukunft, sage ich mal, an Demenz erkranke oder dass ich halt einen Unfall habe, wo ich in einem Koma bin. Ich kann mich nicht mehr äußern und deswegen werde ich irgendwann mal einen Betreuer brauchen. Zuletzt in diesem Schriftstück kann man vermerken, für welche Angelegenheiten soll dieser Betreuer da sein, welche Angelegenheiten soll er für mich regeln und welche nicht, falls ich immer noch etwas selbstständig regeln kann. Es kann ja passieren, dass eine Person einfach nur querschnittsgelähmt ist, bleibt im Rollstuhl und kann nicht mehr zur Post gehen, um seine Postgeschäfte zu regeln. Deswegen kann er einen Betreuer beantragen, der nur für diese Postgeschäfte zuständig ist. Die Betreuung kann man natürlich erweitern eines Tages bei Bedarf oder auch kürzen. Es kann ja passieren, dass einem besser wird und ich sage jetzt, okay, ich bin jetzt wieder gesund oder bin wieder fähig, bestimmte Geschäfte selbstständig zu erledigen. Ich brauche keinen Betreuer mehr. Dann kann man auch einen Betreuer einfach entlassen. So, ich hoffe, das Video war nicht zu lang, war nicht zu anstrengend, aber hier sind die wichtigsten Informationen, die man braucht für eine Klausur, ein Fachgespräch oder letztendlich für das Examen über das Betreuungsrecht. Der Link zu dem Thema befindet sich wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch hinterlassen. Wenn euch der Kanal gefällt, dann bitte abonnieren, völlig kostenlos. Ihr kriegt jedes Mal eine Benachrichtigung, dass ein neues Video da ist, wenn ihr das kleine Glöckchen drückt. Ansonsten nutzt die Kommentare, schreibt mir, was so eure Meinungen sind zu diesem Thema, Ergänzungen oder halt Vorschläge für zukünftige Themen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche eine gute Zeit und bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Ciao.